Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir sprechen heute über das Thema Daten sind das neue Gold, wie du mit Digital Analytics und Joomla 4 wertvolle Erkenntnisse gewinnen kannst. Ihr habt bestimmt auch Fragen mitgebracht. Sollten Fragen entstehen im Laufe des Vortrags, würde ich die ganz gerne dann am Ende des Vortrags beantworten, damit wir auch zeitlich durchkommen. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine erste Frage mitgebracht. Und zwar, warum ist Tracking so wichtig für den Erfolg einer Joomla 4-Seite? Ein aktueller Erfahrungsbericht. Wir gehen mit unserer neuen Joomla 4-Seite online, haben alles integriert, ist auf View Theme gebaut. Analytics ist integriert, Google Tag Manager ist integriert. Wir gehen damit online, schießen die Webseite durch die Tools, ob das SEO optimiert ist, ob die Meta-Descriptions richtig eingebunden sind und so weiter. Und erkennen dann in Analytics, es passiert nichts auf der Seite. Es kommen keine Daten rein. Kein Traffic, keine Nutzer. Rufen die Agentur an und sagen, wir haben jetzt 5.000, 10.000 Euro ausgegeben. Es passiert aber nichts auf der Seite. Wir sind doch gestern damit online gegangen oder vorgestern. Was können wir tun? Die Agentur sagt, ja, natürlich müsst ihr SEO machen, SEO-Maßnahmen, SEM-Kampagnen setzen, Online-Marketing-Kampagnen erstellen und so weiter. Das kostet natürlich alles Geld. Gesagt, getan. Wir haben eine Agentur gefunden. Sie setzt Kampagnen an. Wir haben 500 Klicks gekauft. Gehen auf die Webseite. Passiert nichts. Wir rufen die Agentur an, sagen, es kommen gar keine Klicks rein. Was ist denn mit meinem Budget passiert? Die Agentur sagt, das kann gar nicht sein. Schickt uns ein Reporting zu und sagt, die Zahlen sehen doch super aus. Es sind Klicks eingegangen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht stimmt irgendwas mit Ihrer Webseite nicht oder mit Ihrer Tool-Konfiguration. Auf jeden Fall, die Klicks sind eingegangen. Wie können wir das denn messen? Das ist hier die große Frage und darum geht es heute in dem Vortrag, wie können wir messen, dass die Joomla 4-Webseite, die wir erstellt haben, auch eine erfolgreiche Seite ist. Um mich kurz vorzustellen, mein Name ist Harula Jung, ich bin Marketing-Consultant und Gründerin der Marke Hyuma Consulting, bin Diplom-Betriebswirtin im Schwerpunkt Marketing und IT und auch Joomla 3-Administratorin. Ich beschäftige mich mit Brandbuilding, Performance Marketing und auch mit Marketingstrategien, habe 15 Jahre Erfahrung da drin. Gerade der Bereich Tracking ist ein relativ wichtiges Thema, was nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Datenbasierte Marketingprojekte sind ein großes Thema, gerade zukünftig, auch zu erkennen, was bringt mir eigentlich diese Webseite, wie kann ich das alles messen. Das ist die Agenda. Wie gesagt, die Joomla 4-Webseite, ob das gleich ein Erfolg ist oder eben nicht, woran das liegen kann. Was ist denn überhaupt Digital Analytics im Vergleich zu Web Analytics? Dann gehen wir ganz kurz auf das Thema Datenanalyse und Datenschutz. Das schneiden wir kurz an. Und Tracking ohne Cookies. Cookies ist hoffentlich für euch alle ein Begriff. Da gehe ich auch mal kurz drauf an, was sind eigentlich die First-Party-Cookies und die Third-Party-Cookies und was hat eigentlich Google zukünftig vor, um das alles datenschutzkonform zu gestalten. So, wie gesagt, wir gehen mit der Webseite online und da ist mal erstmal eine komplette Leere. Was müssen wir tun? Wir müssen natürlich Online-Marketing-Kampagnen machen, wir müssen Bewertungen einsammeln, wir müssen Social-Media-Postings machen, was wir alles nicht machen müssen. Aber was ist denn die richtige Marketing-Kampagne für uns? Wir wollen direkte Zugriffe generieren, wir wollen organische Zugriffe generieren, wir wollen generell Traffic auf unserer Webseite generieren und vor allen Dingen wollen wir die Investitionskosten für die Webseite und auch für die Marketing-Kampagnen, die wir erstellt haben, möchten wir den Return on Invest der Webseite
bekommen und wie kann ich den eigentlich dann bekommen? Am besten ist es natürlich, erstmal sich klar zu machen, wie erreiche ich denn mein Ziel, dass die Webseite, die ich erstellt habe, erfolgreich wird. Als allererstes, und es ist immer wichtig zu begreifen bzw. sich bewusst zu machen, was ist das Ziel des Ganzen? Was ist das Ziel der Webseite? Was ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich damit erreichen? Was will ich damit auf jeden Fall erreichen? Wie viel Budget habe ich? Wie kann ich das Budget am besten einsetzen? Ist das alles datenschutzkonform oder sind die Werbemaßnahmen etwas exotisch? Kann man das messen? Kann man das nicht messen? Ist das denn auch im Cookie-Banner abzubilden? Und wenn wir das tracken können und wir das nicht selbstständig implementieren können, kann zum Beispiel auch die Agentur, bei der wir es bestellt haben oder bei die wir beauftragt haben, die Kampagnen zu erstellen, uns dabei unterstützen. Und wie kann ich das dann auswerten? Die Daten kommen ein. Was ist der Unterschied zwischen den Kennzahlen und den KPIs? Und wenn ich das schon auswerte, was bringen mir eigentlich diese Ergebnisse? Was kann ich eigentlich dann mit dieser Auswertung anfangen? Wie gesagt, als erstes ist es ganz wichtig zu erkennen, das sind meine Ziele und was ist vor allen Dingen meine Zielgruppe? Die meisten wissen noch nicht mal, was für eine Zielgruppe habe ich. Ja, das sind Nutzer. Ich möchte gerne ganz viele Verkäufe generieren. Man muss trotzdem irgendwie erkennen, gut, sind das jetzt Business-to-Consumer-Kunden oder sind das Business-to-Business-Kunden? Möchte ich damit Neukunden ansprechen oder eher Bestandskunden? Welche Informationen möchte ich denn der Zielgruppe vermitteln? Möchte ich damit auch Leads generieren oder Produkt und Dienstleistungen verkaufen oder eine Kombination aus allem? Und weshalb wird dieses Ziel gesetzt? Vor allen Dingen möchte ich damit meinen Umsatz steigern, Spenden sammeln, eine Kombination aus mehreren Zielen. Diese ganzen Ziele müssen mir vorab erstmal bewusst werden, damit ich die Webseite erstmal klar danach gestalte und dann auch dahingehend Anzeigen bzw. Kampagnen erstellen kann und auch auswählen kann, welche Anzeigentyp und welche Agentur für mich auch den bestmöglichen Return on Invest rausholen kann, damit ich mein Budget, was ich eingesetzt habe, auch zielführend auch wieder zurückbekommen kann. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, wie am Anfang auch erwähnt. Ja, wir haben jetzt die Kampagnenklicks gekauft und dann bekommen wir dieses Reporting. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt zum Beispiel als Ziele gesetzt, dass die Markenbekanntheit gesteigert wird, dass wir Umsatz generieren damit und wir wollen auch nicht mehr als 20% von unseren, also mehr, nicht mehr als 20% des Umsatzes investieren. Das bedeutet, von dem Gesamtumsatz, was wir rausbekommen, über die Anzeige sind 20% Investitionskosten, die wollen wir nicht übersteigen. Das sind schon mal jetzt die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Die Marketingmaßnahmen hängen ganz eng mit den Zielsetzungen zusammen. Wenn jetzt ein Bekannter kommt und sagt, boah, ich habe jetzt Facebook-Kampagnen gemacht, die haben super viel gebracht und der hat zum Beispiel einen Shop und verkauft Kleider. Ich habe aber ein Business-to-Business-Geschäft und verkaufe jetzt keine Kleider, sondern eher Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen. Dann sind für mich die Facebook-Kampagnen vielleicht nicht das ausschlaggebende Medium, um dort Werbung zu machen, sondern ich muss mir genau überlegen, was ist meine Zielgruppe, was will ich mit meiner Webseite erreichen und dahingehend dann die Kampagnen ausrichten. Weil wie gesagt, ich habe ja jetzt ein Budget von 1.800 € eingesetzt und möchte natürlich diese Ziele, die ich vorher definiert habe, damit erreichen. Wie mache ich das? Am besten erstelle ich ein Tracking-Konzept, nachdem ich die Ziele gesetzt habe, die Marketingmaßnahmenplanung festgestellt habe. Das heißt, ich habe meine Ziele gesetzt, ich weiß jetzt, was für Kampagnen ich machen möchte. Um das zu validieren, die Kennzahlen, die die
Agentur mir schickt, setze ich vorab ein Tracking-Konzept auf, um genau das messen zu können, wenn der Nutzer über die Kampagne auf meine Webseite kommt. Was hat der für Ereignisse auf der Webseite getätigt? Welche Seiten hat er besucht? Das Nutzerverhalten zu analysieren und wenn er aussteigt, dahingehend dann das Tracking aufzusetzen, die Auswertungen zu machen, um festzustellen, sind meine Ziele erreicht? Und dann, wenn die Ziele zum Beispiel nicht erreicht sind, wie ich dann Optimierungen durchführen kann auf der Webseite. Es gibt zwei Arten von Optimierungen. Einmal die Optimierung, liegt es an der Kampagne, dass es nicht konvertiert, oder liegt es an der Webseite, dass es nicht konvertiert? Was sind die Vorteile eines Tracking-Konzeptes? Nicht alle Daten, die wir sammeln, sind auch relevant für unsere Zielsetzungen. Also hier kann man zum Beispiel ganz gut die ganzen Daten, die wir brauchen für unsere Ziele, erstmal zusammensammeln und sagen, ich möchte zum Beispiel nur sehen, wie viele Besucher auf der Seite sind, auf der speziellen Seite und das Kontaktformular abgeschickt haben. Oder ich möchte gerne die Sitzungsdauer erkennen von der einen Landingpage, die genau von dieser Kampagne gekommen ist. Um das zu realisieren, gibt es das Tracking-Konzept, gibt dann den Tracking-Plan her, die Kampagnenparameter, da gehe ich auch gleich mal drauf ein. Und welches Tracking-Tool man am besten dafür benutzt. Es gibt ja mehrere Tools zur Auswahl. Und warum das alles wichtig ist, dass man vorab den Tracking-Plan erstellt, die Kampagnenparameter dokumentiert und auch das Tracking-Tool aussetzt, bevor man die Tool-Konfiguration macht. Viele sagen ja, okay, super, ich mache jetzt Google Analytics drauf und stelle das alles ein. Und am Ende hätte ich vielleicht doch lieber den Tag-Manager nehmen sollen, weil ich da jetzt ganz viele UTM-Parameter erstelle, oder hätte ich vielleicht doch ein anderes Tool nehmen sollen, das datenschutzkonform ist, und vielleicht Adobe Analytics, weil ich jetzt ganz viele einzelne Daten habe, mehrere Reportings erstellen will. Das sollte man schon vorab planen, bevor man die Tools konfiguriert. Hier gibt es mögliche Tracking-Anforderungen, die meisten sind auch gängig. Das Page-Tracking, das klassische Tracking-Standard ist die Standard-Analytics-Parameter. Dann gibt es hier unten auch dieses Kampagnen-Tracking. Da gehe ich jetzt mehr drauf ein, aus dem Grund, weil wir da jetzt Budget investieren täglich. Also ich habe jetzt Ads bestellt und investiere da, sagen wir mal, zum Beispiel 10 Euro am Tag. Was passiert eigentlich mit meinem täglichen Budget? Und es gibt auch andere Parameter, zum Beispiel auch das Video-Tracking oder Newsletter-Anmeldung. Man kann ja heutzutage alles messen, aber nicht alles, was man messen kann, ist auch für meine Zielsetzung wichtig. Um eine Kampagne zu messen, gibt es die UTM-Parameter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die UTM-Parameter sind Parameter, die kann man selbstständig setzen. Das bedeutet, es sind jetzt losgelöst von den Parametern, zum Beispiel von den Google Ads, die haben ja diese Klick-Parameter, oder von Facebook, die haben ja auch ihre eigenen Parameter, die sie da in ihren Anzeigengruppen halt erstellen. Kann man für sich selber selbst definierte UTM-Parameter erstellen anhand eines Konfigurationstools bei Google. Das ist hier schon voreingestellt. Da muss man eigentlich nur die Felder ausfüllen und hat dann am Ende so einen UTM-Parameter. Eine Agentur möchte jetzt zum Beispiel eine Ad in der Plattform bewerben. Und anstatt, dass man jetzt einfach die Homepage sendet, sendet man den UTM-Parameter der Agentur. Und dann kann man, wenn man das richtig eingestellt hat in den Konfigurationstools, den UTM-Parameter tatsächlich dann in den Analytics-Tools dann auch erkennen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Native-Ad habe in bestimmten Plattformen und möchte da mein B2B-Business bewerben und möchte Nutzer auf die Seite bekommen, die dann auch eine Konversion tätigen, dann setze ich dort den UTM-Parameter an und kann dann direkt von diesem UTM-Parameter erkennen, wer hat jetzt meine Webseite besucht und wer nicht. Man kann auch, es gibt auch andere Möglichkeiten, auch bei Joomla gibt es eine Möglichkeit,
Also jetzt ist es, das ist jetzt eine selbst erstellte, entwickelte Möglichkeit, dass man mittels Plugin die Kampagnenparameter auslesen kann. Und zwar liegt es daran, dass alle Kampagnen eine spezielle Kampagnen-ID haben und die werden dann im CMS-System gespeichert und von dort aus kann man tatsächlich auch die Analysen machen. So sieht zum Beispiel ein Teil des Programmcodes zum Auslesen. Jetzt als Beispiel hier ist es jetzt der Glit-Parameter, das ist jetzt der Parameter von den Google Ads. Das ist jetzt ein Programmcode ohne tatsächlich Funktion. Wie das genau funktioniert oder wie man das zum Beispiel einstellt oder was muss man genau tun in dem Google Tag Manager Analytics, wie funktioniert das mit den Consent Banner und so weiter. Dazu gibt es heute auch einen schönen Vortrag vom Nils zum Thema Kampagnen-Tracking mit YouTheme um 16:45. Da geht er in die technische Einstellungen ein, wie man zum Beispiel jetzt einen UTM-Parameter ganz gut einstellen und auch auslesen kann. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, wie können wir die Daten ausgewertet werden. Wir kriegen jetzt dieses Reporting von der Agentur und das wollen wir jetzt mal messen, ob das jetzt für uns erfolgreich war oder nicht, weil die Zahlen an sich sehen ja super aus. Wir haben ja so und so viele Linkklicks bekommen und Videoaufrufe, Impressionen sind eingegangen. Also es scheint, als wäre diese Kampagne relativ erfolgreich. Wir setzen das den Umsatzzahlen gegenüber. Wir können das jetzt genau messen in dem Fall, weil wir jetzt diese Kampagne als einzige Kampagne erstellt haben und können den Umsatz dann auch den UTM-Parametern bzw. den Nutzergruppen gegenüberstellen und haben auch als Ziel jetzt gesetzt, dass wir zum Beispiel nicht mehr als 20% des gesamten Budgets ausgeben wollen und wir können das auf die einzelnen Anzeigengruppen runterbrechen oder halt das in der Gesamtbetrachtung halt sehen. Was sagt es uns? Ja gut, Kennzahlen sind ja nur die Werte. Wir müssen aus den Kennzahlen unsere eigenen KPIs erstellen. Und zwar die KPIs erstellen wir dahingehend, wie wir unsere Ziele auch gesetzt haben, weil die KPIs haben immer direkten Bezug zu den Zielen. Also wenn ich mir jetzt ein Ziel gesetzt habe als Beispiel, ich möchte nicht mehr als 10 Cent oder als 10 Cent pro Linkklick ausgeben, da bin ich hier schon über mein Ziel. Sage ich, okay, also ich setze mir 50 Cent pro Linkklick und ich habe für einen Linkklick nur 15 Cent bezahlt, bin ich jetzt hier unter dem Ziel. Somit kann man die Zieldefinition bewerten als Beispiel. Das ist jetzt nur ein kleiner Schritt. Um zu sagen, ist jetzt diese Anzeigengruppe für mich attraktiv? Bringt sie genau das, was ich wollte? Ja, weil mein Umsatz liegt genau in der Zielvorgabe, die ich mir gesetzt habe, und zwar, dass die Investitionskosten nicht höher als 20% sind. Und so kann ich das dann berechnen. Hier ist zum Beispiel jetzt auch andere Zielsetzungen für Leistungsmessungen zur Zielerreichung. Da gibt es mehrere Sachen, die man sich setzen kann und sich überlegt, ja, was möchte ich denn überhaupt messen? Zum Beispiel, wie viele Leads werden zum Kunden? Da gibt es für jeden einzelnen Messwert oder für jede einzelne Unternehmensfrage, die man sich setzt oder Zielerreichungsfrage, die man sich setzt, kann man eine eigene KPI-Formel erstellen. Man benennt die auch als KPI-Erfolgsformeln. Und je nachdem, was das für einen Wert gibt und wie ich mir meine Zielsetzung zu dem Wert gesetzt habe, kann ich dann eine Optimierungsmaßnahme daraus bilden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier etwas höhere Kosten habe zur Akquisition, kann ich mir überlegen, ja, optimiere ich die Call to Actions auf der Seite, mache vielleicht mal einen AB-Test und messe dann die Werte auf der Seite. Was bringt mir mehr, was wird mehr angeklickt und so weiter und was konvertiert dann auch mehr? Ja, was ist Digital Analytics? Wir kennen ja Web Analytics. Was ist jetzt Digital Analytics? Wo gibt es da Unterschiede? Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Web Analytics basiert ja mehr auf die Web-Tracking-Lösung beziehungsweise auf die Analyse von den Daten, die auf der Webseite passieren. Jetzt sind hier zum Beispiel, will ich euch vorstellen, das sind ja die gängigsten Analytics-Tools. Die kennt
teilweise auch jeder ist Google Analytics, Matomo und Adobe Analytics. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber das sind so die gängigen Analytics-Tools, die man platzieren kann. Bei Google Analytics empfiehlt es sich auf jeden Fall auch vorab, den Google Tag Manager einzubinden, gerade was das Tracking anbetrifft, damit man auch die UTM-Parameter richtig und korrekt auch einbinden kann, auch gerade wenn es um große Kampagnen geht. Adobe Analytics empfiehlt sich für größere Konzernunternehmen zum Beispiel, die bedienen sich dem Adobe Analytics, weil man dort auch sehr dynamische Inhalte erstellen kann. Da sind zum Beispiel auch interne Parameter gesetzt, die nennt man ESET-Parameter, und es gibt auch externe Parameter, das sind halt die Asset-Parameter, die haben natürlich auch Regeln, die folgen auch der UTM-Parameter-Erstellung, und man kann somit also jede einzelne Kampagne und Landingpage sehr, sehr gut nachvollziehen und prüfen. Es ist aber nicht kostenfrei, sondern ist eher kostenintensiv, wobei Google Analytics, zeige ich auch mal ganz kurz hier in der Auflistung, Google Analytics und Adobe und Matomo haben halt den Großteil. Die meisten Unternehmen benutzen halt diese Tracking-Tools. Damit kann man ganz gut die Webseiten, den Webseitenerfolg sehr gut messen. Ja, und was ist jetzt Digital Analytics? Digital Analytics ist ein bisschen umfangreicher. Und zwar mit Digital Analytics kann man auch die Customer Journey messen. Das bedeutet, von dem ersten Klick, von der Anzeige, was ist eigentlich mit dem Nutzer passiert? Welche Seiten hat er sich noch angeguckt? Ist er ausgestiegen? Wann steht er ein und so weiter? Und das geht über die Third-Party-Cookies. Das ist die Technologie, die Agenturen, also die Drittanbieter nutzen, um genau diese Nutzerauswertungen oder Kundenerfahrungsauswertungen betätigen. Aber es geht ja noch weiter. Es geht ja so weit, dass die Konzerne sich sagen, okay, da habe ich jetzt Analytics, mein Webseiten-Tracking-Tool, aber ich möchte das ganz gerne automatisieren. Das ist mir alles zu anstrengend, dass ich da jetzt, ich habe so viele Kampagnen, bis ich die ausgewertet habe und bis ich da die KPIs erstelle selbstständig und ein Reporting erstelle und das berichte, möchte ich das komplett voll automatisieren. Und das geht bereits. Und zwar gibt es Tools, die alle Tools, also alle Ad-Tools in einem vereinen über eine Schnittstelle, die verarbeiten das weiter in das Data Warehouse, und aus dem Data Warehouse kann man Power BI Reportings erstellen. Das bedeutet, dieser komplette Prozess ist schon voll automatisiert. Es geht aber noch weiter. Das hier KI bedeutet, dass man mit diesen Tools nicht nur eine Auswertung machen kann oder die KI voll automatisiert darstellt, sondern man geht noch weiter und sagt, diese KI soll auch Budgets so erstellen, dass ich den höchstmöglichen Wert raushole. Das heißt also, sie guckt sich die Daten an und optimiert die Daten dahingehend so sehr, dass man mehr Conversions daraus hat. Also optimiert eigentlich die Anzeigengruppen schon selbstständig. Die KI geht noch weiter. Die großen Konzerne sagen sich, ja super, das ist mal, aber ich werde nächstes Jahr 25 Millionen. Anhand von Vergangenheitswerten ist kein Problem. Ich gucke mir an, wie viel Marketingbudget du eigentlich für das nächste Jahr brauchst, damit du die 20 Millionen halt erreichst. Und macht eine statistische Vorprognose und Forecast-Auswertung, dass sie sagt, okay, da kommen die Daten ein, die werden verarbeitet im Data Warehouse, gehen ins Reporting, ich budgetiere das noch so, dass du die bestmöglichen KPIs hast, also die Werte hast, um deine Zielerreichung zu erreichen. Und dann prognostiziere ich dir auch zukünftig, was du für Budget brauchst, beziehungsweise welche Marketingmaßnahmen du musst, um genau diese Werte zu erreichen. Was sagt eigentlich der Datenschutz dazu, in der Datenanalyse? Ich kenne ja die Party-Cookies und die Bedeutung von dem Cookie-Banner. Informationspflicht, Einwilligungspflicht und die Deaktivierung der Third-Party-Cookies. Das ist Consent über Consent-Banner. Und was ist die Auswirkung der DSGVO? Das ist natürlich nutzerfreundlich, gibt mehr Sicherheit und die
Webbetreiber bzw. die Webentwickler müssen sich überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich, um weniger so zu programmieren, dass ich weniger Third-Party-Cookies auf der Seite habe, weil es ist schon sehr kompliziert, das alles über den Constant-Banner und einzubinden und so weiter. Wir wollen ja weniger den Cookie-Bar arbeiten bzw. super viele Daten und Datenschutzformen werden. Das hat sich Google dann auch erlebt, als ich dachte, ja, das ist alles so kompliziert, wie bereits am Anfang auch erwähnt. Ich glaube, eine Seite muss überall den Cookie-Banner zustimmen oder ablehnen. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr, sondern es muss ja nutzerfreundlicher werden. Der Nutzer will jetzt auch nicht überall den Cookie-Banner wegklicken, sondern braucht eine Lösung, die für ihn besser ist oder einfacher ist. Aber wir müssen erst verstehen, ist das Cookie, funktionieren diese. Das ist eigentlich recht Sinn erklärt. Das ist eigentlich das Cookie, es gibt First-Party-Cookie, die Third-Party-Cookie und die Third-Party-Cookies werden immer von der Webseite gesetzt, wo du gerade suchst, und die Third-Party-Cookies von dem Drittanbieter. Das bedeutet von der Anzeige, die du klickst. Was werden die verwendet? Bei den First-Party-Cookies ist es so, dass die für die Analyse verwendet werden, die auf der Seite sind. Bei den Third-Party-Cookies ist es so, dass der Drittanbieter die Serverqualität, also die Aktivität und die Serverqualität des Nutzers decken möchte, und daraus dahingehend auch die Customer Journey zu beobachten, was passiert da eigentlich. Um nochmal zu verdeutlichen, der Nutzer kommt auf die Webseite, sieht den Cookie-Banner und klickt auf deaktivieren, was passiert da? Passiert gar nichts. Die User-Daten werden nicht gespeichert und können ausgewertet werden. Geht die Webseite surfen, weiß ich nicht. Jetzt aktiviert er aber die Cookies, er speichert, wird das Cookie des Nutzers gespeichert und wird dann bereitet für einen Zeitraum. Man kann zum Beispiel in den nächsten 30 Tagen beobachten, wie verhält sich der Nutzer auf der Webseite. Die Cookies erstellen dadurch User-Firmen. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Visitenkarte. Dort ist die IP-Adresse gespeichert. Zum Beispiel der Standort, wo kommt der Nutzer her, welche Geräte er nutzt und so weiter. Also diese ganzen Daten von ihm können je einzelne Nutzer gemessen werden durch das Third-Party-Cookie. Und durch diese Aktion ist es dann möglich, Daten zu analysieren und auszuwerten und aber auch Retargeting-Kampagnen zu schalten. Das sind die Kampagnen, zum Beispiel, wenn ich jetzt in Amazon auf ein Produkt geklickt habe, und befinde mich auf der anderen Seite dann wieder bei Facebook, weil 3 Tage später wird mir dieses Produkt, das gleiche Produkt nochmal angezeigt. Das nennt man eine Retargeting-Kampagne. Das funktioniert nur zurzeit mit diesen Third-Party-Cookies. Was passiert aber, wenn wir jetzt die Third-Party-Cookies, wenn ich dachte, ich will jetzt keine Third-Party-Cookies mehr machen, dann Google ja uns eine alternative Methode anbieten, wie wir das halt ändern können. Und es gibt immer noch den Cookie-Banner, weil es gibt immer noch die First-Party-Cookies, wie das dann Zukunft dann wird, weiß Google, also wissen wir noch gar nicht, das ist noch in der Prognose, weil es ja alles noch in der Entwicklung ist. Aber da können wir schon mal, also das wird uns erhalten bleiben, da können wir schon mal die Webseitendaten analysieren. Das bleibt uns erhalten auf jeden Fall. Der User surft weiter auf der Seite und jetzt sagt Google, es gibt jetzt die Möglichkeit über den Chrome-Browser, über Datenschutz und Sicherheit, das ist eine Option im Konto, also in dem Account, wenn man sich angemeldet hat, kann man es einstellen, gibt die Möglichkeit von der Privacy Sandbox. Die Privacy Sandbox ist ein Framework und sammelt jetzt nicht mehr die Daten wie das Third-Party-Cookie über den Einzelnutzer, sondern sammelt die Daten der in Kohorten. Das bedeutet, es gruppiert die Nutzer in Kohorten, damit kann der einzelne Nutzer nicht mehr identifiziert werden. Das ist ein Flock-System, was sie jetzt entwickelt haben. Und Google ist der Meinung, also sagt, dass 95% des Trackings, des bisherigen Trackings über die Conversions erhalten bleibt. Also es wird jetzt keine große Abweichung geben zu dem Tracking mit den Third-Party-Cookies, sondern sagt sich, wir können immer noch messen, aber es ist halt datenschutzkonform. Das heißt, es ist nur ein gutes Framework, was Google selbst erstellt im Browser zum Datenschutz, also zum Schutz des Nutzers, sondern der Nutzer kann auch über die Account-Einstellungen selber entscheiden, was möchte ich denn jetzt für Informationen weitergeben. Und das gilt dann für alle Webseiten. Also es gilt jetzt nicht nur für die einzelne Webseite, sondern er sagt, okay, ich möchte einfach keine Targeting-Kampagnen bekommen, er kriegt auch keine Targeting-Kampagnen mehr. Es ist noch in der Testphase, das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in unseren Chrome-Browser gehen und über Datenschutz und Sicherheit finden wir das nicht, die Privacy-Sandbox, sondern das ist nur in der Beta-Version. Wir sind jetzt gerade am Testen, ob das die Lösung ist. Die Privacy-Sandbox gibt es
verschiedene Technologie, die sie eigentlich nutzen. Genau. Die kann man auf jeden Fall, also informiert euch darüber, welche Technologien die genau benutzen, über privacysandbooks.com. Und was auch sehr, sehr interessant ist, das kann ich euch nur ans Herz legen, ist, wenn ihr euch für das Thema Cookies Tracking interessiert, euch die Seite anzugucken bei YouTube zu Google Chrome Developers. Da gibt es immer die Neuigkeiten, was sie jetzt gerade machen, wie man Third-Party-Cookies zum Beispiel auch deaktivieren kann, wie man ohne Third-Party-Cookies die Webseite erstellt, wie man das Tracking dahingehend optimieren kann. Das würde ich euch erzählen, weil das immer die ganzen Neuigkeiten wieder Schritt ist. Mit Blick auf die Uhr. Zusammengefasst, also um eine Webseite zum Erfolg zu führen, muss man nicht nur die richtigen Strategien, die Marketingkampagnen erstellen, sondern auch Tracking aufsetzen, wo man es messen kann. Viele sagen sich, naja gut, also ich habe jetzt einen Kunden, der will nur eine Webseite haben und der das Geld bringt. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel ein Linkklick kostet und so weiter. Aber es ist immer ratsam, auch die Agenturwerte, die man bekommt, selbstständig auch zu messen, auf der Webseite selbstständig zu messen und für sich auch Ziele zu setzen. Was hat mir das alles gebracht? Weil im Endeffekt geht es ja um Geld. Ob das jetzt ein kleines Budget ist von 1.800 Euro oder ob das jetzt ein Budget ist von 1,8 Millionen Euro, spielt eigentlich keine Rolle, sondern es geht einfach nur darum, was passiert mit dem Geld und wie kann ich das Höchstmögliche rausholen an Leads für das eingesetzte Budget. Tracking-Konzepte sind sehr hilfreich dabei. Also das erleichtert einen zu sehen, okay, welche Tags habe ich zum Beispiel gesetzt, welche UTM-Parameter und welcher Kampagne und wie kann ich das aber messen. Und zukünftig müssen wir uns auch Gedanken machen, wenn wir das schon alles eingesetzt haben, ob auch alles eine datenschutzfreundliche Lösung auf jeden Fall bereitstellt. Und wir müssen uns auch als Unternehmen darauf vorbereiten, dass wir uns frühzeitig mit diesen Lösungen auseinandersetzen, sondern auch uns Gedanken darüber machen, was passiert denn eigentlich, wenn die Third-Party-Cookies nicht mehr messbar sind? Oder was passiert eigentlich, wenn Chrome das einführt, die Privacy-Sandbox, und andere Browser noch nicht so weit sind, um das zu adaptieren? Habe ich da Einbußen in meinem Tracking? Habe ich dann auf einmal 50% weniger Conversions, die ich messen kann? Oder was passiert damit? Wir sind immer zwischen Tracking heute zu Tracking morgen auf jeden Fall beobachten und dass wir ganz frühzeitig auch damit auseinandersetzen. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Meine Frage, wenn ich das dazu sagen, zu so einem durchschnittlichen Zahl, wenn er auch viele klicken, ich bin mit allem einverstanden und wie groß ist der Grenzer, der sich wirklich mit ansetzen und alles ablehnen oder gezielt irgendwas auswählen. Also die Frage, was jetzt dahin geht, ob man erkennen kann, wie viele Nutzer eine Interaktion mit dem Cookie-Banner erstellt haben. Es kommt an, also es gibt Cookie-Banner tatsächlich, wenn man jetzt eine mittelgroße Website hat, 5000 Nutzer, die Website kann tatsächlich eine etwas kostbare Version einbinden, man kann daraus Reportings ziehen, man kann tatsächlich erkennen, wie viele Nutzer haben den Cookie-Banner aktiviert und wie viele haben den deaktiviert oder beziehungsweise haben die Einstellungen übernommen. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn man jetzt mehrere Webseiten betreut und bei mehreren Webseiten diesen Cookie-Banner eingeführt hat, dass vor 2 Jahren ungefähr um die 30% waren, die das aktiviert haben, die gesagt haben, ja, können wir messen. Und also die 70% haben es aktiviert und 30% haben es abgelehnt. Aber die Tendenz geht dahingehend, dass mehr Leute es ablehnen. Weil, genau. Genau. Genau, die lehnen das eher ab. Genau, also jetzt heißt es. Es wäre ja auch möglich, dass immer mehr Leute sagen, oh, schon wieder dieser blöde Cookie-Banner, ich lasse das jetzt einfach mal zu. Ja, also die gehen, also es kommt immer darauf an, wo der Button auch gesetzt ist. Viele klicken einfach den ersten Button, den sie sehen gar nicht, ob das jetzt aktiviert ist oder deaktiviert, die klicken irgendwas an. Und ja, es stimmt, es ist schon sehr herausfordernd, jedes Mal diesen Cookie-Banner zu bekommen. Das weiß ja auch Google und hat sich jetzt mit dieser Privacy-Sandbox eine Möglichkeit überlegt, wo sie sagt, okay, wir wissen nicht, was mit dem Cookie-Banner zukünftig, also mit dem Consent-Banner zukünftig passiert. Wegen den First-Party-Cookies, vielleicht kann man das einfach einfacher gestalten auch, statt es so komplex aufzuführen, weil größere Webseiten müssen ja wirklich alles auflisten, was es gibt. Aber genauso, wie Sie es auch gesagt haben, umso mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, umso mehr lehnt man den ab. Also die Erfahrung haben wir jetzt gemacht.
Genau. Und dann ist das schwierig für die Messung der Anzeigen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einen Einbruch von 20%, was ist eigentlich damit passiert? Kann natürlich auch sein, dass das abgelehnt worden ist. Ja? Ich weiß nicht, ich bin nicht so Experte wie Sie, aber es gibt ja auch diese ganzen Apple-Produkte. Ich glaube, jetzt macOS neu schneidet alle UTM-Parameter weg, neue Safari. Das ist natürlich eine ganz große Technologie, die sozusagen das nochmal mehr erschwert, egal was du im Cookie-Banner machst. macOS ist blockiert. Das macht es natürlich auch nicht leichter, den Suche zu identifizieren. Genau. Logger-Data. Genau. Genau. Es gibt nicht nur Cookie-Banner in der Auswahl, die das Herausforderung. Das machen wir auch. Genau. Auch noch die da dagegen. Das muss man aber auch einstellen. Man kann das auch einstellen. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Ad, genau, wenn man da diesen Adblocker zum Beispiel jetzt im Browser hat, muss man den Adblocker teilweise deaktivieren, damit es wieder messbar wird. Oder halt die andere Variante, dass man den Adblocker halt einstellt oder den Third-Party-Cookie-Blocker. Ja, das wird aber jetzt so gelöst von Google, dass die sagen von vornherein, wir lassen keine Third-Party-Cookies mehr zu. Das ist dann komplett geblockt. Ja, herzlichen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben, also ich bin später noch hier unterwegs zum Tracking, dann kommen Sie gerne zu. Und ja, da würde ich mich sehr freuen drüber. Alles klar, danke.